nun aber keinerlei Beschreibung der Prostituierten beigefügt war, dachte Agatino, es sei klug, sich neben jeder Frau aufzustellen, die aus dem Wagen stieg, ihr die Lampe dicht ans Gesicht zu halten und ganz arglos zu fragen, entschuldigen Sie, sind Sie die Hure von Sacha? Vergnügen bestand darin, dass er sich völlig absurde Dinge herausnahm. Er furzte zum Beispiel laut zum Zeichen des Dankes, küsste die hübscheste Frau der Familie auf den Mund, um seine Dankbarkeit auszudrücken, ging vor dem Abendessen auf den Händen und mit den Beinen in der Luft herum und animierte die Anwesenden, das Gleiche zu tun. Unter schrillem Geschrei und Verwünschungen stürzte sich die gesamte Familie auf ihn, traktierte ihn mit Schöpflöffeln und Besenstielen. Dann wurde er mit Fußtritten hinausbefördert und man warf ihm seine Kleider hinterher.